So, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Leon noch ein weiteres Video mit Milliarden-Mike hochgeladen. Es ist jetzt das dritte an der Zahl. Es ist eine Roomtour, die 345.000 Euro Roomtour. Das erste Video war ja ein Wie viel ist dein Outfit wert Video mit ca. 200.000. Dann kam sein Kleiderschrank, der auch in etwa 350.000 Euro wert war. Es waren sogar nur ein paar Teile. Und ja, er hatte ja anscheinend nicht alle Klamotten in seiner Wohnung, sondern er hatte noch ein anderes Haus. Wie gesagt, jetzt die 345.000 Euro Roomtour. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Wir schauen uns einfach zusammen an. Und da würde ich mal sagen, let's go. Der Alter von 1905 und der kostet 225.000 Mark damals. Das, was du alles hier siehst, das ist alles Gold. Sieht man das sogar? Mhm. Aua. Das ist richtig mit goldenen Fäden aus purem Gold genäht worden. Und die Couch hier ist aber nicht von der Sache. Die ist von Versace. Die Couch auch? Habe ich herstellen müssen, ja. So Leute, wir sind jetzt hier gerade bei Milliarden Mike zu Hause. Wir haben eben schon ein Video abgedreht, haben wir deinen Kleiderschrank so ein bisschen gezeigt, ne? Richtig. War auf jeden Fall auch ein sehr nices Video, Leute, habt ihr auch in meiner Videobeschreibung. Auf jeden Fall dachte ich mir, hier sind so viele Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Deswegen dachte ich mir, gucken wir uns mal so ein bisschen an, was ich hier so hasse an Innenausstattung, weil das hat ja auch einen immensen Wert schon, ne? Das Er hat mir eben schon erzählt, nur die Gardinen kosten schon 50.000 Euro. Die kosten 50.000 mit Plattgold eingewebt. Ja. Die Blumen sind aus Gold, also die Farbe, aber die Blumen sind eingewebt mit Gold, also so ja. Die Fäden. Ne? Ja, okay, Mike, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen rum hier. Du zeigst mir so ein bisschen, was du alles hier hast, was so wertvoll ist. Ne? Ist auf jeden Fall mal interessant. Wo fangen wir denn an am besten? So Leute, viele von euch haben mich gefragt, Leon, wo hast du eigentlich deine ganzen Klamotten her? Kannst du die mal verlinken? Und ja Leute, ich habe mir ein Profil bei 21 Buttons erstellt. Dort kann ich nämlich genau dies machen. Und zwar poste ich ein Bild und kann zusätzlich meine Klamotten verlinken, sodass ihr die easy nachkaufen könnt. Und ja, die App 21 Buttons gibt es nicht nur in Deutschland, sondern ab heute auch in Österreich. Hat jetzt mittlerweile schon über 10 Millionen User. Ganz nice, da könnt ihr euch auf jeden Fall richtig austoben. So Leute, und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die App aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier einmal Home, Entdecken, Teilen und Profil. Auf Home könnt ihr jetzt so ein bisschen hoch und runter scrollen. Da seht ihr einige Influencer, die ihren Look vorstellen. Entdecken, da kann man jetzt nach Kategorie suchen, nach Marke suchen, nach Farbe suchen. Dann noch Teilen, da kann man dann seine Bilder posten. Ich habe das für euch schon gemacht. Und zwar bin ich jetzt hier auf meinem Profil. Leon. Also ich denke, 21 Buttons, für den, der es noch nicht kennt, soll sich einfach mal ein Video dazu anschauen. Wir spulen jetzt einfach mal vor. Ja. Natürlich Seide. Ja. Der wurde angefertigt. Also meinst du den hier? Ja, ja. Ja, ja. Alles, was hier was hell ist, ist alles Seide. Pure Seide. Das ist alles Seide. Ah ja, das fühlt sich sehr weich an. Ja. Das ist Seide. Der kostet, wenn Sie überlegen, nicht lügen, ich glaube 78 kostet der. 78.000? Der teuerste. 78.000 für einen verfickten Teppich. Krank. Das ist der rote hier. Der rote. Das ist ein Kescher, ein sehr alter, von 1905. Der hat mal, der kostet 225.000 Mark noch. 225.000 Mark. Heute ist das doppelte Wert. Was macht den Teppich dann so teuer? Weil er handgeführt ist und sehr alt ist. Ne? So älter, desto besser. Achso, okay, weil er auch handgemacht ist. Ja, deswegen. Ja, okay. Okay. Und dieser. Naja, optisch passt er auf jeden Fall gar nicht ins Zimmer, auch in diesem Rot. Mein Geschmack ist auf jeden Fall nicht. Ich finde, der sieht hässlich aus. Aber naja. Was habe ich hier? Der war nicht so toll, der kostet 15.000 auch. Der war nicht so teuer, nur 15.000. Handgemacht. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Sie sind ja Dolche? Ja, ja, das ist nur eine Dekoration, das ist nicht. Achso, ist kein Echter. Oh. Sag mal, wo hast du die gerade gestoßen? Vom Kronleuchter, ne? Was ist das denn hier? Kronleuchter? Ja, ja, aber auch aus Gold, nee. Nee, das ist nicht. Aber kostet auch bestimmt so 1.000 oder so. Ja, ein bisschen mehr schon. Also 5.000? Nee, 6.000. 6.000, naja. Hätten wir es gut minus gemacht, ne? Ja, ja. Okay, und hier? Ja, das ist ein Kamin. Ein Kamin? Das ist auch von Versace. Ah, ein Versace-Kamin ist das. Da, Kamin von Versace, also was die alles herstellen für den, weiß ich auch nicht. Wie macht man den an? Nicht mit Fernbedienung. Also mit Fernbedienung? Mit einer Firmenbedienung. Da kommt kein Holz rein. Nein, das ist nur eine Regation. Bin mal gespannt jetzt. Mal
Ah ja. Und wärmt er auch? Der wärmt auch, kann man einschalten, ja. Kann ich alles mit der Bedienung einschalten. Unten kommt das noch raus. Kann ich warm einschalten, kalt. Ah ja, jetzt merkt man, hier kommt richtig die warme Luft raus. Und was zahlt man für so ein Kamin von Versace? Das kostet nicht viel, 8000 kostet das. 8000? Ja. Okay. Und das hier hast du da nochmal selber ein bisschen? Der hat doch absolut keinen Bezug mehr zum Geld. Das kostet nicht viel, 8000. Dekoriert mit dem Versace? Nee, die Ding werden noch angebaut. Ja, okay, was haben wir noch? Ja, viele Kleinigkeiten, das ist alles, natürlich kostet das alles Geld. So ein Kronleuchter, der kostet allein schon 8000 Euro. 8000 Euro für den? Ja, natürlich. Ah, ja. Und der muss ja teuer sein hier, oder? Der war auch sehr teuer, ja. 8000. Nee, der war ein bisschen mehr, da kam 9000 auf Kristall. 9000? Ja. Okay, 9000 für den Kronleuchter hier. Dann der Tisch vom Versace. Oh, Versace, ja. Versace-Tisch. Und den Preis weiß ich bei dir nicht mehr, habe ich schon lange. Ja. Okay. Und die. Die Decke ist auch Versace. Achso, die Decke. Auch Versace, kannst du auch machen, siehst du es auch. Ja, das sieht man schon. Der ist auf jeden Fall voll in seinem Versace-Film hängen geblieben. Versace Kissen, Versace Decke. Was kosten die ganzen Kissen und Decken zusammen? 1000 Euro, ich weiß nicht. Pro Stück? 500, 600. 500, 600 Euro. Alter, okay. Und die Couch hier? Ist aber nicht von Versace. Die ist von Versace. Die Couch auch? Habe ich herstellen lassen, ja. Ah. Aber die kostet nicht sehr viel, die kostet vielleicht 30.000, 35.000. Die kostet nicht so viel, vielleicht 30.000, 35.000. Ah, nicht schlecht. Aber man sieht jetzt nicht, dass die von Versace ist. Nee, siehst du auch nicht, das wollte ich auch nicht. Ah, okay. Normalerweise gehören da Leisten oben rum. Ja. Versace, das wollte ich nicht. Ah, okay. Und hast du gesagt, lass mal weg. Ja, okay. Und der Spiegel? Das ist normaler, nicht von Versace. Was kostet 500? Der Anrichter ist von Versace. Ah, ja. Das Muster drauf. Siehst du das Versace-Muster? Hier unten, sag ich. Das Muster ist von Versace. Ja. Okay, was haben wir noch? Dies hier, Goldobst. Ja, das ist alles so Kleinigkeit. Das ist Kleinigkeit. Und der Salamander hier? Das ist auch Kleinigkeit. Auch Kleinigkeit. Darüber spricht man nicht. Also alles, was unter 1000 ist, da spricht man nicht drüber. Das bringt nichts, Leute. Das bringt nichts. Okay, ich habe das eben schon gesagt, die Gardinen. Ja. Scheiße. Die 50.000 Euro für... 48.000, was ich genau. 48 für die vier Stück. Die vier Stück, ja. Das mit Plattgold sind die Fäden drin. Mit Blattgold? Plattgold? Ja, sind die genäht. 48.000 für ein paar Gardinen. Boah. Das, was du alles hier siehst, das ist alles Gold. Sieht man das sogar? Mhm. Das ist richtig mit goldenen Fäden aus purem Gold genäht worden. Und alles angefertigt. Mein lieber Scholli. Was haben wir hier? Esstisch? Ja, auch von Versace. Auch Versace? Ja, ja. Die Arbeiter, glaube ich, 35.000, 36.000. 35, 36.000. Krank. Lavierlack. Bist du. Kennst du Versace persönlich, ne? Nee, aber ich kenne die Läden von Versace. Achso. Aber bei dir weiß man ja nie, ob du Versace persönlich kennst oder nicht, ne? Okay, was haben wir noch? Das ist aber nichts. Ah, nichts Besonderes. Wohl ganz bescheiden. Hast du mehrere Häuser? Ich habe mehrere Häuser, ja. Mehrere? Mietshäuser und ein Haus noch, wo ich auch noch wohne. Ah, okay. Und bist du denn, sag ich mal, oft in Deutschland, weil du bist schon ziemlich braun? Nee, ich bin oft unterwegs, weil jetzt gerade wieder in Spanien, jetzt fliege ich nächsten Monat nach Gran Canaria wieder. Ja. Von da aus nach Dubai, immer weiter. Immer hin und her. Und, ja. Und wie oft musst du deinen neuen Pass beantragen, weil die Stempel schon voll sind? Da geht noch was rein. Der ist da geht noch gerade einen neuen bekommen, da geht noch was. Ah, okay. Hast du einen deutschen Pass? Ja, klar. Ja, okay. Okay, super Mike, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass wir auch mal so ein bisschen hier zeigen durften, was du hier so an Innenausstattung hast. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal, Leute, weil hier extrem viel Gold ist, also nicht unbedingt echtes Gold, aber die Farbe Gold ist hier ziemlich gut vertreten. Ne? Ist es deine Lieblingsfarbe Gold? Nicht unbedingt, aber sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja, ist auf jeden Fall Blickfang. Das muss die Zusammenstellung muss natürlich stimmen. Also da was Silber oder Gold, das passt nicht zusammen. Ja, wenn dann alles Gold, ne? Wenn jetzt alles Gold. Aber uhrentechnisch und so trägst du Gold nicht so gerne, oder? Doch auch, aber lieber Platin ist teurer.
Achso, okay, ja, alles klar. Ja, okay, Mike, dann würde ich sagen, Leute, war es das auf jeden Fall mit der Room Tour, sag ich mal. Wie machen wir denn den Titel? Room Tour bei einem Millionär oder? Wie ihr wollt, ich kann es euch aussuchen. Room Tour, das war einfach nur ein Raum, was die gezeigt haben. Naja, ja, okay, ist ja keine Haustour, aber. Ja, okay. Okay, Mike, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Irgendwie eine Message? Ja, sollen mir alle folgen, die es nett mit mir meinen. Genau. Man soll nicht neidisch sein. Soll es besser machen, an die Neider jetzt gerichtet. Wie gesagt, vorher schon gesagt, dass viele dumme Texte kommen jetzt, aber. Ja, es werden immer Leute kommentieren. Das bin ich gewöhnt, aber ja. Lass ich doch. Sollen sie es besser machen, das können sie nicht. Ja. Ich habe nichts gegen arme Leute. Ich habe arme Leute genauso gerne wie reiche Leute. Genau, deswegen bin ich auch gerade hier, Leute. Ja, ganz entspannt. Und ja, aber wenn du hier Instagram, Leute, habt ihr in der Videobeschreibung, da musst du aber auch aktiv sein bei Instagram, ne? Ja, ich bin sehr wenig aktiv, weil im Grunde interessiert mich nicht, sage ich ganz ehrlich. Nein, ich habe auch keine Zeit. Ich habe Leute, die es für mich alle machen, aber ich habe dann im Grunde gar keine Zeit. Kannst du mal ein paar Bilder, mal ein paar Storys so? Ja, schicke ich ab und zu mal rüber, wenn ich gerade unterwegs bin. Ach so. Aber es ist nicht mein Ding. Ich weiß auch nicht, ob Leute gerne sowas sehen wollen. Ja, doch, auf jeden Fall ist ja interessant so. Weil, ich sag mal, welcher Reiche gibt so viel von sich preis und zeigt auch so viel, ne? Ja, machen ja nicht viele. Also bisher. Bist du der Erste, der so ein bisschen was gezeigt hat und vorher kannte ich das halt nicht. Es sei denn, man abonniert irgendwelche Rapper oder ja, Stars. Klar, ne? Ja, okay, Leute, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare rein, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt. Ne? Ob ihr mehr von Mike sehen wollt, könnt ihr auch reinschreiben. Da können wir nächstes Mal nach Ibiza fliegen, da habe ich noch eine Yacht liegen und da können wir da ein bisschen filmen. Ah, auf der Yacht? Mhm. Aber ist nicht deine eigene? Ist nicht meine eigene. Die miete ich immer. Die Miete ist immer. Wie groß ist denn die? Die ist 25 Meter lang. 25 Meter. Ibiza. Ja, okay, Leute, wenn ihr mal. Machen wir mal Party, kann ruhig ein paar Mädels mitkommen. Ein paar was? Party machen wir da, können Mädels mitkommen. Achso, Mädels können mitkommen. Ja, okay. Können sie alle melden, können sie alle melden. Genau, Leute, ihr könnt auf jeden Fall Mike schreiben oder natürlich mir. Ist auch gar kein Problem, ne? Dann fahren wir nach Ibiza auf die Yacht, werden noch ein bisschen drehen, ein bisschen Party machen. Na klar. Was kostet denn so ein Flug nach Ibiza? Na, Flug kostet nicht viel, 500 Euro, 400 Euro. Kommt drauf an, was in der Gesellschaft, ne? Ah ja, und du fliegst immer? Ich reiste privat mit einem Freund zusammen. Ah, Privatjet? Hm. Ah ja, okay. Zahle ich gar nichts. Ach, gar nichts? Nein, da lade ich mich dazu. Ah, okay, und der Freund ist wahrscheinlich auch Multimillionär, ne? Ja, der ist auch sehr bekannt und ist einer der größten Muschelhändler, Miesmuschelhändler Europas, also Namen kann ich dir nicht sagen, aber nur Uwe, du weißt, wer das ist. Ja. Ja, okay, hört sich auf jeden Fall interessant an mit dem Privatjet. Fliege ich gerne mal, gar kein Problem, machen wir, ne? Okay, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video. Scheiße. Ja, geiles Video auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall den Bezug zum Geld verloren, aber an sich ist er echt sympathisch. Hier, Download 21 Buttons, für die, die es noch nicht kennen, ist eine ganz simple App eigentlich. Ist Milliardär, aber hat trotzdem eine räudige Holztreppe. Mike ist wahrscheinlich für die Hälfte des Umsatzes von Versace verantwortlich. Geil. Wie gesagt, geiles Format. Ich hoffe, die gehen auf jeden Fall auf die Yacht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.